die Eltern auf dem Basar. Und hier ist ihr Gastgeber, sexy Stefan Raab. Schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hatte das Gefühl, unsere Band groovt noch mehr, seitdem wir in der Türkei waren, seitdem ihr diese orientalischen Skalen gespielt habt. Ja? Und wir haben die Band umgenannt in der Türkei. Sie heißt nicht mehr die Heavy Tones, sondern die Heavy Turks. Ja? Falls wir das noch nicht mitbekommen haben. Ja? Ich hatte das letzte Woche schon ausdrücklich erwähnt. Eigentlich habt ihr mir in diesen Kaftanen viel besser gefallen. Mit diesen Mützchen auf und so. Wir haben heute noch einiges für Sie aus der Türkei, was wir dort gedreht haben. Elton war ein bisschen unterwegs auf dem ein oder anderen Straßenbazar und hat tolle Sachen gekauft, die er mitgebracht hat. Aber die erschreckendste Meldung des heutigen Tages, meine Damen und Herren, heute Morgen, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Sie wissen, Leipzig hatte sich beworben für die Olympischen Spiele. Und heute wurde entschieden, wer offizieller Bewerber werden darf. Und was ist? Leipzig ist raus. Oh. Ja. Irgendwie muss das Olympische Komitee mitbekommen haben, dass Leipzig im Osten ist. Ja? Ich hab, ja, die haben. Die Leipziger sind sauer. Selbstverständlich. Ja. Die Leipziger Bevölkerung ist so sauer, ja, die haben heute am Dienstagabend schon wieder mit Montagsdemonstrationen angefangen. Ja. Ich habe angeblich soll ja Bestechung im Spiel gewesen sein. Ja? Moskau zum Beispiel ist jetzt offizieller Bewerber für die Olympischen Spiele 2012. Und es wurde gemunkelt, dass gestern Abend der ein oder andere Umschlag den Besitzer gewechselt hat. Ja? Und da können Sie sich vorstellen, da sind die Russen natürlich mit Nutten und Kohle ganz weit vorne. Ja? Da haben sie schlechte Karten, wenn sie ankommen und sagen, do you want Leipziger allerlei? Ja? Da kommen sie nicht weit mit. Ja? Das funktioniert nicht. I have Leipziger allerlei. Und ich hatte mich schon so gefreut. 2012 auf die offizielle Olympia-Hymne von den Prinzen. Gold for Gold. Ja. Leider wird nichts raus. Nicht traurig sein, Leipzig. Dafür bekommt ihr die nächste Spartakiade. Ja? So, das Top-Fernsehereignis des Wochenendes, da waren wir ja noch in Istanbul. Und selbst in Istanbul war es so, in der Türkei auf allen Privatsendern lief das Gleiche wie auch im deutschen Fernsehen. Die Hochzeit des dänischen Prinzen Frederik mit Mary. Ja? Und Mary kommt ja aus Australien. Speziell also aus Tasmanien, eine kleine Insel im Süden Australiens. Ja? Und Mary ist eine bürgerliche, oder wie der Adel sagt, Schlampe. Ja? Und dann wurde diese Veranstaltung übertragen und man sah auch in der Kirche, wie die beiden getraut wurden und so. Und der Kommentator hat offensichtlich nicht so aufgepasst, wie es ein Kommentator tun sollte. Hören Sie mal genau hin. Und nun folgt das Vaterunser. Bitte um Entschuldigung, ich bin gerade belehrt worden, dass wir das Vaterunser schon gehört haben. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das war schon. Super, oder? Der war irgendwie nicht im Bild. Ja. Ich hatte übrigens die ganze Zeit das Gefühl, dass das ganze Ding da schon mal war irgendwie. Der Moderator war irgendwie ein bisschen der Zeit hinterher, hat auch nachher gesagt, ein tolles Bild. Ja. Charles und Diana, herrlich, wie sie strahlen. Ein schönes Paar. Und in Dänemark
Wissen Sie ja, ist eine andere Uhrzeit als in Australien, logischerweise. Und die neue Prinzessin Mary, die ist ja angereist aus, aus Australien. Und das ist natürlich Stress, ja. Also die Zeitumstellung, dann komplett andere Temperatur, ja. Da muss man sich als Bürgerliche ja erstmal drauf einstellen, ja. Und das ist wirklich schwierig auszuhalten. Im Speziellen der große Temperaturunterschied, hören Sie sich das hier an. Man sieht ja die Fahnen, und das freut mich irgendwie auch, dass das so ausgeglichen ist, dass da nicht nur die dänische Fahne weht, sondern auch die australische. Also die 8 Stunden Zeitunterschied und der Wetterunterschied, 21 Grad heute in Sydney, hier, wenn es hochkommt, 20. Wie soll das auszuhalten sein für eine Bürgerliche? Sind wir ehrlich? Da kommt der Biorhythmus ja komplett außer Rand und Band, ja? 1 Grad Temperaturunterschied, Wahnsinn, oder? Wir wissen ja, wie empfindlich Adlige auf Hitze reagieren, meine Damen und Herren. Seitdem Sandra Maischberger versucht hat, Mette Marit zu grillen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch dran erinnern. Und wer, ja, und wer das dann zu Ende gesehen hat, der hat dann auch noch mitbekommen, als der spanische Thronfolger und seine zukünftige über den Teppich schritten. Der spanische Thronfolger hatte so eine lustige Kapitänsuniform an und einen Säbel dabei, wofür man den braucht bei einer Hochzeit, fragen Sie mich nicht. Ja, und der Kommentator beschreibt das Ganze und im Hintergrund hören Sie eine Frau, die sich offensichtlich sehr amüsiert, und zwar über eine sehr lange Strecke. Passen Sie auf. Königin Sonja, hier kommt Håkon aus Norwegen mit Mette Marit. Mette Marit ist jetzt zweifache Mutter, stolze Mutter. Und hier Spanien ist auch anwesend. Kronprinz Felipe und Letizia Ortiz, was für ein Kleid. Aber hallo, die beide am 22. Mai heiraten werden in Madrid. Und die Hochzeit, das wird eine Riesenhochzeit werden. Da werden vermutlich die ganzen gekrönten Häupter, die wir jetzt sehen, auch eingeladen. Das war übrigens Claire Combs. Was ist denn da los, oder? Da sitzt einer, guckt sich das an. Unfassbar. Geht der spanische Thronfolger so eigentlich auch in die Pizzeria mit dem Kostüm? Ja. Ciao, Giovanni. Ah, ciao, Prinze. Ja. Super. Also die Frau im Hintergrund, die da gelacht hat, da habe ich überlegt, woher kenne ich die, woher kenne ich die? Und dann habe ich mich erinnert, die habe ich mal in einer Talkshow gesehen, und zwar die hier. Oh! Ja, war gut. War schön. Was? Mama mia, Mama mia. Ja, so, meine Damen und Herren, das war's bis hier. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar ist bei uns mehrfache Goldmedaillengewinnerin der EM, der Schwimm-EM in Spanien, Britta Kamrau bei uns zu Gast. Dann Moderatorin Janine Reinhardt und Elton ist heute wieder bei uns, um uns noch ein paar Berichte aus Istanbul zu zeigen. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Für Sie mitgebracht, und die Schwimm-Europameisterin Britta Kamrau ist bei uns zu Gast. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal etwas zeigen vom Südwest-Rundfunk, und zwar beim Bericht vom, was war das für ein Rennen? Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, ja. Und da hat, Sie wissen, Rennfahrer sind knallharte Kerle. Und Jean Alesi, der früher in der Formel 1 gefahren ist, hat dort den zweiten Platz belegt, freut sich aber dermaßen, ja, ich möchte sagen, ein bisschen. Ja, leicht, bisschen tuckig freut er sich, ja? Und zwar, ja, Moment, erst mal gucken, ja? Schauen Sie sich das an. Also für einen Rennfahrer fand ich doch schon ein bisschen, schauen Sie mal, Jean Alesi, zweiter Platz. Riesenjubel bei Hans-Jürgen Abt und Wolfgang Ulrich, dem Audi-Sportchef.
aber nicht nur bei Matthias Ekström, sondern auch bei diesem Mann, Jean Alesi. Schauen Sie mal, wie der sich über einen zweiten Platz freuen kann. Das macht Spaß. Vielleicht ist das der neue Trend. Früher war immer so, ja! Und jetzt hat mich ein bisschen erinnert an den bosnischen Grand Prix-Teilnehmer. Den möchte ich noch mal zeigen. Music is what I want, music is what I need. Kiss me and turn me slow up and down. Here we go. Toll. Und dann gab es eine Feier, bei ZDF Leute heute habe ich das gesehen, eine Feier, und zwar zu Ehren von Alice Schwarzer, genau, die Erfinderin von Emma, der Frauenzeitschrift, und dort auf dieser Feier war auch zu Gast Michelle Hunziker, und die wurde danach befragt, schauen Sie bitte, verblüffende Antwort. Sie alle kamen auch, um sie zu feiern. Alice Schwarzer, die eine Ehrenfeder bekommen sollte für ihre Verdienste in der Frauenbewegung, unter anderem mit ihrer legendären Zeitschrift Emma. Wie? Haben Sie jemals Emma gelesen? Nein, warum, was ist das? Ich komme gerade aus Italien. Emma? Ja, wir, ich komme gerade aus Italien. Das muss man ihr verzeihen, sie war in Italien, ja, da kann sein, dass sie das nicht kennt, gibt es ja erst seit 27 Jahren, die Emma. Ja. Dann, meine Damen und Herren, habe ich etwas für Sie, und zwar beim ZDF, und zwar in der Sendung Drehscheibe Deutschland, und zwar, ja, ein Schalke-Fan, oder sagen wir mal so, bei der Feier zum 100-jährigen Jubiläum von Schalke 04. So ist es richtig, oder? War es das 100-jährige Jubiläum? Genau. Da stand ein Reporter, der eigentlich Köln-Fan ist. Ja? Und der erzählt, was dort los war. Und hören Sie mal was ganz Interessantes, was er um den Hals gehängt bekommen hat. Mein Kollege Ralf Goldmann, der steht jetzt in Gelsenkirchen. Ralf, Sie als erster FC Köln-Fan begeben sich ja heute eigentlich in feindliches Gebiet. Können Sie da wenigstens kräftig mitfeiern, wenn es bei Köln schon nicht so gut aussieht? Ja, also feiern kann man hier bestimmt kräftig. Man hat mir auch eben hier zur Feier des Tages einen Schalke-Fan umgehängt. Ja. Ein Schalke-Fan. Der Schalke-Fan sollte mal was essen, der sieht ja aus wie ein nasser Lappen. Ja? Deswegen heißt es ja auch Fanshop, weil man da Fans kaufen kann, ja, im Schalke-Fanshop. Dann haben wir eine interessante Schlagzeile für Sie, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das heute gelesen haben. Transsexuelle dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, ab dieses Jahr gilt es, glaube ich, oder? Ja, Transen bei der Olympiade, können wir froh sein, dass sie nicht in Deutschland stattfindet, oder? In Leipzig. Gut, die Nachricht kommt ein bisschen spät, aber Lisa Fitz kann ja noch anfangen zu trainieren, ja? So, und wir haben, Moment. Das sorgt bei den Olympischen Spielen natürlich für Verwirrung, weil man jetzt nicht mehr genau weiß, ist es eine Transe oder die ganz normale rumänische Kugelstoßerin. Ja? Und muss man sich. Und drei Gründe, meine Damen und Herren, warum es gut ist, dass Transsexuelle an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, die sehen Sie hier. Hier sind drei gute Gründe, warum Transsexuelle bei Olympia starten sollten. Erster Grund: Zu lange haben sich Transsexuelle mit ihrem Sport zu Hause verstecken müssen. Zweiter Grund: Transsexuelle bei Olympia gibt es sowieso schon so lange, wie es Olympia selbst gibt. Hier, Ben Johnson, annullierter Weltmeister über 100 Meter. Angeblich hatte er was genommen. Das stimmt auch, aber nur um sich auf seine zweite Karriere vorzubereiten, als Florence Griffith Joyner. Auch er kann ein Lied davon singen. Dieter Baumann. Bei ihm war angeblich was in der Zahnpasta. Stimmt auch. Allerdings waren das nur die letzten Wirkstoffe, um seine frühere Identität von Katrin Krabbe wegzuschrubben. Und der dritte Grund: Wenn Transsexuelle bei der Olympia starten, verzeichnen nicht nur die bekannten Sportarten Zuwachs, sondern freuen sie sich vor allem auf die brandneue olympische Disziplin 100 Meter High Heels. Ja, Transsexuelle bei Olympia, wir sagen...
Ja, meine Damen und Herren. Transsexuelle bei Olympia, wir sagen, das ist... Richtig. Ach, wirklich? Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die ja, sensationell bei den Schwimm-Europameisterschaften in Madrid Gold gewonnen hat über die 5-Kilometer-Distanz, über die 10-Kilometer-Distanz und über die 25-Kilometer-Distanz. Bisher, glaube ich, als einzige Schwimmerin überhaupt bei einer EM alle Langstreckentitel gewonnen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Britta Kamrau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, 5 Kilometer, 10 Kilometer und 25 Kilometer. Ist das normal, dass man auf allen drei Strecken gleich gut sein kann? Oder gibt es da nicht wie beim 10-Kilometer-Lauf auch Spezialisten, die auf 5 Kilometer schneller sind? Ja, also normal ist es nicht. Also die meisten sind schon spezialisiert, entweder so die 5 oder die 25. Die 10 sind immer so in der Mitte, das kann man, auch wenn man jetzt mehr auf die kürzere oder auf die längere Spezialität. Ja. Wer war bisher da Deutschlands Speerspitze in dieser Disziplin, Langstreckenschwimmen? Peggy Büchse, ja, genau. Oder sowas, ne? Gibt's die noch? Die gibt's als Schwimmerin nicht mehr, nein. Nein, ach, die hat aufgehört? Die hat aufgehört, ja. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? 25 Kilometer schwimmen, das dauert wie lange? Ja, so 5 bis 6 Stunden. Ja, aber das kann man doch mit dem Auto viel schneller. Wo schwimmt man denn aber nicht im Becken, oder? Das geht im See oder im Fluss? Oder ja, wo? Meer, See, Fluss. Wo war es diesmal? Im Bergsee war es diesmal. In einem Bergsee? In einem schönen Bergsee, wo es schön kalt war, genau. Wie kalt war es? So um die 14 Grad. Oh! Ja, aber wir durften diesmal mit Neoprenanzügen schwimmen, was normalerweise nicht so ist. Das war Ausnahmeregelung, eben weil es so kalt war. Wir reden da gleich noch ein bisschen drüber, das finde ich sehr interessant. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung, meine Damen und Herren, sind gleich wieder da. Und zwar nach der Werbung sehen Sie bei uns noch Janine Reinhardt und Elton war unterwegs in der Türkei auf einem Straßenbazar und hat uns ein paar Geschenke mitgebracht. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Europameisterin über 5 Kilometer, 10 Kilometer, 25 Kilometer. Sind das deine ersten Titel? Deine ersten internationalen Titel? Europameistertitel. Ich war schon mal Weltmeisterin über 10 Kilometer. Ah, also okay. Jetzt mal 25 Kilometer in so einem See. Ja. Ja, 4,5 Stunden. Ja. Da kriegt man doch schrumpelige Hände. Ja, ich kann doch nicht mal 4,5 Stunden in der Badewanne sitzen. Ja? Haben Sie mal in der Badewanne gesessen? Bei warmem Wasser wird das, glaube ich, noch ein bisschen aufgeweicht, aber das ist ja nach einer Stunde, ist das wieder okay. Das geht im Kreis oder wie? Oder je nachdem, wie lang der See ist? Oder? Ja, es ist immer unterschiedlich. Also jetzt waren es 5-Kilometer-Runden. Es ist eben je nachdem, wie die Organisation das möchte. Was macht man denn in so 4,5 Stunden? Ist das nicht furchtbar langweilig? Nee, langweilig ist nicht das richtige Wort. Also man ist ja konzentriert, es ist ja ein Wettkampf. Ja, gut, aber 4,5 Stunden? Und dann irgendwie mal, also man kann ja über gar nichts machen, man kann ja noch nicht mal irgendwie sich irgendwo einen Schwamm holen, mal ein bisschen Wasser und wie ist das denn, trinkt man dann auch was? Ja, also man trinkt so alle 15 bis 20 Minuten. Einfach einen Schluck aus dem Bergsee oder kommt man irgendwo vorbei? Bergsee, dann könnte es sein, dass es einem danach nicht so gut geht. Nein, aber man hat ja ein Begleitboot dabei bei diesen langen Rennen. Ach so, jeder einzelne Schwimmer? Jeder einzelne Schwimmer hat, also jetzt bei den 25 Kilometern, bei den kürzeren Strecken nicht. Bei den längeren und da sitzt dann jemand drin und der verpflegt einen. Tretboot oder was ist das? Nee, schon meistens motorisiert. Ruderboote gibt es auch manchmal. Ach so, da waren noch welche noch nebenher. Ja. Das könnte man doch kombinieren, oder? Der Deutschlandachter? Und, ich glaube, da habe ich wenig Chancen gegen. Ja. Und dann trinkt man ganz normal, dann hält man dafür an oder schwimmt man da beim Trinken weiter? Also es ist eine Sekundensache. Man kriegt den Becher so gereicht, greift zu, schüttet ihn sich rein und schwimmt weiter. Also und essen? Kann man, wenn man das möchte, wenn es jetzt ein besonders langes Rennen ist, bekommt man auch vielleicht mal so ein bisschen Hungergefühl auf was Festes und dann kriegt man eben ein Stück Banane oder einen Keks oder sowas gereicht. Und wenn man mal muss? Dann muss man es laufen lassen. Also, aber so... Solange man in Führung liegt, ist das ja egal. Aber,
wenn man, oder? Man trinkt ja in so einem langen Rennen, da trinkt man ja, was weiß ich, pro Stunde mindestens einen Liter. Also ja, das muss ja auch irgendwo bleiben. Dann wird ja der Bergsee wenigstens wärmer. Also, ja. Aber man schwimmt nicht sozusagen im wie sagt man, Stromschatten oder sowas? Gibt es sowas? Doch, gibt es auch. Ja, ja. Guck mal. Also das ist eben doch auch das Extreme. Ja. Darum entscheidet sich das manchmal auch nach einem 6- bis 10-Stunden-Rennen erst im Endspurt, weil eben... Echt? Ist das so? Ja. Da kommt man nicht. Wie viel Vorsprung hast du auf den zweiten gehabt? Also ich hatte jetzt 12,5 Sekunden Vorsprung, was schon ziemlich viel ist eigentlich. Aber nach 4,5 Stunden im Wasser? Also es gibt auch, dass es so durch Zehntel entschieden wird am Ende. Unfassbar. Und ist das jetzt, du schwimmst jetzt auch diese 5 Kilometer, aber keine dieser Disziplinen ist olympisch, sehe ich das richtig? So ist das, ja. Du bist leider nicht bei Olympia dabei? Nein, leider nicht. Ab wo wird es denn olympisch? Bis 800 bei den Frauen, 800 Meter. Und da bei den Männern hättest du aber keine Chance? Die ersten 2 Plätze sind eigentlich vergeben in Deutschland bei den Damen. Ach so, aber könntest du 800 auch schnell schwimmen? Ich versuche es jedenfalls immer aber wieder. An wie viel der Stelle bist du so in der Rangliste im 800 Meter? Also ich weiß, ich habe schon auch Medaillen gewonnen schon bei deutschen Meisterschaften. Also ja, mit viel Glück kann ich um die Bronzemedaille mitschwimmen, aber es reicht eben nicht für Olympia. Das müsste man doch olympisch machen. Ich finde aber 25 Kilometer schwimmen, finde ich ja lustig. Ja, oder 10 Kilometer, damit geben wir uns ja zufrieden für die Olympiade. Und das ist aber auch egal, man schwimmt manchmal in Salzwasser, manchmal in Süßwasser, ja, aber nie im Becken. Oder wie viel wären denn 25 Kilometer im Becken? Wie viel Bahn? Wie viel lang ist denn so eine Bahn? Ja, 25 oder 50 Meter, je nachdem. 50 Meter? Bei 25 Meter Bahn wären es 1000 Bahnen. Lustig. Ja. Total lustig, ja. Ja. Deswegen schon mehr draußen, es ist nicht ganz so schlimm, es vergeht ein bisschen schneller. Ja, ja, also ich, machst du das jetzt hauptberuflich, Schwimmen? Also kannst du davon sozusagen, oder kriegst du Sporthilfe oder wie sieht das aus? Ja. Wer finanziert diese Reisen? Mein Verein finanziert die Reisen. Also ich habe einen Sponsor, Alex, und sonst war es das. Also und du studierst aber noch? Ich studiere noch nebenbei Jura, genau. Ah, okay. Nebenbei. Ja, wenn es dann mit dem Schwimmen nicht mehr klappt, dann... wie lange kann man schwimmen? Also jetzt so auf die... Ich meine, man kann natürlich schwimmen, bis man ganz alt ist, aber ich meine, wie lange kann man im Wettkampf bestehen? Also bei uns im Langstreckenschwimmen kann man eigentlich bis 30 schon schwimmen. Da ja, ist es eben, je mehr Erfahrung man hat, umso besser eigentlich. Ja. Du schwimmst jetzt gleich wieder nach Hause, hier den ja, Rhein runter. Genau. Und, wo wohnst du? In Rostock wohne ich. In Rostock? Ja, da kann man Rhein runter, da müsste man über den, über irgendeinen Kanal. Hör, über welchen Kanal? Über den Nord-Ostsee-Kanal. Genau, super. Ja, dann kämen wir mal. Wie lange würdest du von hier brauchen, wenn du jetzt schwimmen würdest? Ich weiß nicht, wie viel Kilometer. Mit der Strömung runter. Das sind ja, guck mal, das sind ja bis oben in die Nordsee sind, ist ja nicht so weit. Nein. Ja? Und dann so mal eben rum bis in die Ostsee, das ist... Ja. Nächstes Mal kommst du wieder, wenn du das gemacht hast. Okay. Ja? Und dann reden wir weiter. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem großen Erfolg. Britta Kamrau, meine Damen und Herren. Ich hätte ja in diesem Zusammenhang auch mal anbringen können, dass ich alle 3 Totenkopfabzeichen besitze. Gibt's das eigentlich noch? Weiß man noch, was das ist? Ich glaube, einmal das erste Totenkopfabzeichen war damals einfach 1 Stunde schwimmen und das zweite war 1,5 und das dritte war 2, glaube ich. Und wer mal 2 Stunden im Wasser gewesen ist, der weiß, das ist anstrengend. Ja. So, meine Damen und Herren, ich möchte was zeigen. Sie wissen, am Donnerstag ist Vatertag. Ja? Ich habe eine tolle Werbung in der Zeitung gesehen, die vielleicht etwas missverständlich gedeutet werden kann. Ja? Am Donnerstag ist Vatertag. Und dann gucken Sie mal bitte hier, was ich gelesen habe. Können Sie mal zeigen, bitte? Da. Vater ist der beste Schlecker. Ja? Ist der beste Schlecker. Wenn man nicht aufpasst, oder? Wenn man nicht aufpasst, solche Missverständnisse können da entstehen. Ja, am Donnerstag ist es so wieder soweit, meine Damen und Herren. Und jetzt habe ich etwas für Sie vom Glücksrad. Und Sie wissen, beim Glücksrad muss man immer Begriffe
erraten. Und dieses Mal wurde der Begriff Farb- und Typberatung gesucht. Kennen Sie? Können Sie zu jemandem gehen, der was davon versteht, der sagt Ihnen, aha, zu Ihrem Typ, zu Ihrer Haarfarbe, zu Ihrem Gesicht passt am besten eine rote Klamotte, ja, und ich male Ihnen die Lippen am besten gelb an, das steht Ihnen besonders gut. Ja. Das Farb- und Typberatung, und das war gesucht. Schauen Sie bitte, was beim Glücksrad erraten wurde. Geht's gut? Geht das gut? Ja, 200. Ein B wie Berlin? Ne, 100 wird's B wie Berlin. Ja, Manfred, 2650, jetzt sollst du irgendwann mal... Ich möchte lösen, bitte. Zur Farb- und Tonberatung. Nein. Farb- und Typ. Hätte man aber auch ahnen können. Hätte man hier ahnen können, oder? Dass es nicht Farb- und Tonberatung heißen kann, denn alle Ns sind ja schon aufgedeckt. Ja, dann wäre ja auch bei Ton das N schon gewesen. So, hätte man hier merken können. Jetzt geht's aber weiter, meine Damen und Herren. Der nächste Kandidat kommt der Sache schon ein bisschen näher. Da würde es schon besser ausschauen. 200, wenn es der richtige Buchstabe kommt. Ein P wie Pferd. Ja, da wiechert das Pferd. Willst du die Lösung jetzt sagen, weißt du's? Zur Farb- und Top-Beratung gehen. Farb- und Top-Beratung? Das geht doch nicht. Farb- und Top-Beratung. Ja? Das ist übrigens die offizielle Berufsbezeichnung für einen H&M-Verkäufer. Farb- und Top-Beratung. Ja. So, und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir eine junge Frau zu Gast, die sich auskennt mit Farb- und Top-Beratung. Denn sie ist sowohl Viva-Moderatorin, ist sie eigentlich noch Viva? Ja klar, ist sie Viva-Moderatorin. Und moderiert dort auch das Star Search Magazin. Ja. Und deswegen heute Abend bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Janine Reinhardt. Direkt von der Farb- und Top-Beratung gekommen. Ja, siehst du, ich habe mich auf eure Mats eingestellt. Was hat dich bewogen, das gerade das heute Abend anzuziehen? Das war nicht, quasi nicht wegen dir unbedingt. Ich war gerade noch, hatte gerade noch ein Fotoshooting, bin davon direkt hierher. Oh, ein Fotoshooting? Ja. Für was für denn? Viva. Ach so, nicht für diese, normalerweise, du warst ja auch schon mal so halbnackt in so einer Zeitung, oder? Ja, diese F&M, oder wie heißen die in Zeitung denn? F&S? Wie heißen die denn? M&S? Wie heißen die Zeitung die, denn? Die bei dir unter FHM Kissen. Und Maxim und so, ne? Da, in welcher warst du zu sehen? Na, Maxim. Ja, Maxim. Hm. Aber du hast schon noch was angehabt, oder? Ich hatte was an. Playboy ist noch nicht bei dir vorstellig geworden, oder? Nee, das auch nicht unbedingt. Wie, was heißt das? Also gerade nicht. Würdest du nicht machen? Im Moment, also ich würde jetzt nicht sagen nie. Im Moment geht ja nicht, aber, du bist ja hier. Was heißt so im Moment? Gerade in diesem Zeitraum und in dieser Phase, in meiner Lebensphase, in der ich mich befinde, nicht. Ja, wenn, dann würde ich es jetzt machen. Später wollen die dich auch nicht mehr. Du musst dich schon ein bisschen beeilen. Richtig viel Kohle bieten. Ah, okay. Ja. Du warst ja jetzt auch ein paar Mal Jurymitglied bei Star Search. Bei Star, ja. Oder? Ja. Und moderiere halt auch das Magazin für Viva. Genau, Star Search, das Magazin. Was gibt es da zu sehen? Da kommen das die ganzen. Halt im Prinzip machen wir das, was auf der Bühne passiert, nehmen wir nochmal auf, machen die ganzen Backstage-Berichte dazu, buseln halt wirklich im Hintergrund rum und nehmen uns natürlich alle Kandidaten nochmal zur Brust. Mein Mikro, sagt Nicole. Was da ist mit deinem Mikro? Haare drüber. Achso, soll ich das mal ein bisschen... Willst du mal kurz? Ja, soll ich mal... Währenddessen kannst du auch mal gucken. Soll ich es höher machen oder tiefer? Die Haare weg. Die Haare weg. Ja. Danke. So? Ja. Guck mal, rieche ich nach Knoblauch? Wieso, hast du... Ich hab gerade in der Bühne... Die auch, ja. Aber die Seite ist so
okay, oder? Alle Haare weg. Was hast du gerade hinter der Bühne? Ich habe heute in der Bühne gerade ganz viel Knoblauch von euch bekommen. Ach, deswegen riechst du nach deswegen Knoblauch. Deswegen kann es sein, dass ich nach Knoblauch. Du warst gerade in Cannes, oder? Bei den Filmfestspielen. Ja. Du hast ja einen tollen Job. Ich habe einen tollen Job. Ja, du kannst durch die Gegend reisen. Was hast du dort gemacht? Für Filmab war ich da. Ich habe also zwar keinen Film gesehen dort, weil wir nur 3 Tage da waren und haben ein paar Moderationen da aufgezeichnet. Und Brad Pitt war da und Orlando Bloom. Hast du ihn selber gesehen? Ja. Wo spielt er denn gerade noch? In Troja. In Troja, genau. Weißt du, wo Troja liegt? Wo denn? Ja, weißt du es? Wann wurde Troja entdeckt? Ja. Von wem? Ja, das kommt drauf an. Ja. Nee. Doch, das kommt drauf an, weil ich meine, nachdem es bereits vergraben war, ja. Wer hat es denn eingegraben? Ich weiß, wer es ausgegraben hat. Der Herr Schliemann hat es entdeckt. Und wo liegt es? 1841. Exakt, oder so. Irgendwie sowas. 71 höre ich hier gerade. 73 höre ich gerade. Ja, kurz bevor Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Wo liegt es denn? Ja, was meinst du denn? In der Türkei natürlich. In der Türkei? Ja, haben wir doch gesagt. Man haben wir letzte Woche ausführlich darüber berichtet. Ich bin sehr enttäuscht, deswegen möchte ich damit nichts zu tun haben. Ja, weil ihr nur den 8. Platz mit nach Hause gebracht habt. Dann sing doch selber nächstes Mal. Weißt du? Wenn du es besser kannst. Hast du was mitgebracht? Ich kann nicht türkisch singen, aber ich kann was auf türkisch sagen. Warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich kann es aber nicht verstehen. Nämlich Stefan Senin Göntün Çok Güzel oder Güzel. Das heißt, du hast einen knackigen Hintern. Oh, dankeschön. Habe ich gerade gelernt. Am Donnerstag ist, glaube ich, das Starshow-Finale, oder? Starshow. Wie sieht's aus? Gibt's da? Ich habe es jetzt leider nicht verfolgen können in der nächsten Woche. Sind da Talente dabei? Ja, also gesanglich würde ich sagen auf jeden Fall. Steffi ist eigentlich so diejenige, da ist so mein großer Favorit. Die singt halt in der Kategorie über 16, Musik-Act ab 16. Und ja, es gibt 2 knackige Models jetzt noch, männliche Models in der Endrunde. Sind keine Frauen mehr dabei? Nee, die Frauen sind alle raus. Dafür sind Olli und Matthias dann noch im Endfinale. Aha. Hast du das mitentschieden, dass die da sind? Bei den beiden Gott sei Dank nicht. Ja. So, das heißt aber ja, Gott sei Dank nicht. Ich finde es schon schwierig. Also man sitzt halt in der Jury und man weiß ganz genau, wenn ich jetzt 4 Punkte vergebe, dann könnte es wirklich am Ende fehlen, so dieser eine Punkt. Und deswegen war es nicht so der einfachste Job, da zu sitzen. Und jetzt, Janine, kommt der Mann, der die größten Chancen auf den Sieg in der Kategorie Model hat, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich Elton. Schön. Hallo. Ja, ich soll vom Tonmann die Haare abschneiden. Die macht halt alle wahnsinnig, glaube ich, in den Haaren. Das tut mir auch sehr leid. Boah, habt ihr heute schöne Frauen zu Gast. Was? Mach den Blue-Stil. Kann ich nicht, das kann nur der Pocher. Ich kann dazu nicht, ich kann nicht. Oder den Magnum. Kann ich gucken. Das ist doch schon ganz geil. Ja, zur Sache, Schätzchen. Du warst ja mit in Istanbul und du hast auch den ein oder anderen Bazar besucht. Und hast ich habe auch ein bisschen gehandelt. Du hast aber ein paar Sachen gefunden. Du warst in diesem offiziellen Bazar. Ja, in dem Touri-Bazar. Ja, aber da, wo es auch wirklich gute Sachen gibt. Ja. Aber drumherum gibt es ja so einen kleineren Bazar. Da gibt es merkwürdige Sachen zu kaufen. Und was? Elton, was war das? Ich war Eis essen. Du warst Eis essen? Ja, steht da. Ja. Ja, dann war ich doch auch mal Eis essen in Istanbul. Ja. Du warst in einem Bazar, wo es Schmuck gab und ich habe Eis gegessen. Hast du Eis gegessen? Ja, da ist so ein Typ, der hat Eis selber gemacht und der ist ein bisschen durchgeknallt, war sehr lustig. Sollen wir uns das mal angucken? Ja, ich glaube ja. Was? Hast du kein Eis mitgebracht? Nein. Doch, nein, ging ja nicht. Ist ein Gepäck. Sehen, warum. Guck dir das hier an. Okay. Ich habe mir jetzt Zoll weggenommen. Die haben wir so einmal genommen. Vanille. Ja, okay. Vanille. Bitte schön. Halt mal. Ey. So. Geht nicht rauf. Jetzt gib mal her den Scheiß. Thank you.
Das soll ich jetzt essen? Nein. Sehr wichtig. So. Hallo. Toll. Essen kann man da ja sehr gut. Und während du dich ja vorbereitet hast mit dem mit Max für den Auftritt, war ich mit der Redaktion ein bisschen essen. Und da haben wir auch ein bisschen was mitgebracht, wie es da so zugeht, wenn man in einem Restaurant essen geht. Du warst ja nur essen. Ja, sieht man, ne? Unterhaltet mich mal. Los. Mach doch mal was jetzt. Bolognese oder so. Gegeben, dass er Geld haben möchte. In seiner Trommel ist Geld und hat er drauf gezeigt. Das geht doch. Habt ihr auch was vom Scooter? Ja? Was denn? Hyper, Hyper! Ja, Elton. Und du warst auf diesem Bazar auch, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja, kommen wir dazu. In den Seitenstraßen, wo es merkwürdige Sachen zu kaufen gibt, wie zum Beispiel Fußballtrikots. Ja. Die sind da ja fußballverrückt. Allerdings, mir wurde gesagt, das sind Originale. Lass doch erst mal sehen. Nee, mir ist nur etwas Merkwürdiges dabei aufgefallen hier. München, München. Ja. Und quadratisch irgendwie statt Raute und auch Manchester, Manchester zum Beispiel. Das sind so Sachen, die da verkaufen und sagen, das sei alles original. Ja. Und da haben wir noch viel mehr Sachen entdeckt. Und das können wir uns vielleicht jetzt mal angucken. Bitteschön. Istanbul, 20 Grad, die Sonne scheint, mein Haar sitzt. Ganz Istanbul ist voll mit Straßenhändlern und da schaue ich mich einfach mal um. Kennen Sie das? Sie sitzen zu Hause und suchen Ihre Fernbedienung. Wir haben sie gefunden. Sehr gut, auf diesen Basaren gehen Fußballtrikots, wie zum Beispiel an diesem Stand hier. Hallo, guten Tag. Haben Sie auch was von Bayern? Bayern. Ja? Yes. Wo denn? Türkiye. Ach, hier. Ja. Hier gibt es das natürlich auch, vom deutschen Rekordmeister München München. Und hier vom Champions League-Gewinner Manchester Manchester. Haben Sie auch was von Pauli Pauli? Ja. Pauli Pauli. Oder Köln Köln. No. 15 für 2. Ojane drauf jetzt, pazarlık yapmak istiyor. Yo, yo, 10 Millionen. Ein Stück für 10 Millionen, das geht nichts. Das geht nichts. 10 Millionen für ein Stück. Für zwei Stück für 22 Millionen. Bitte was? 20 Stück. Zwei Stück, 22 Millionen, das sind ja 2 Millionen mehr als ein Stück. Was ist denn das hier? Wollen wir mich doch bescheißen. Ein Traum wird wahr. Ich wollte schon immer ein Designer-Portemonnaie haben und hier habe ich es endlich gefunden. Ein Portemonnaie von Hugo Boss. Das ist Boss. 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 Yeah. Boss, nicht Boss. Boss, Boss. Boss. Boss ist hier. Das ist Hugo Boss. Das ist Hugo Boss. Ja, Hugo Boss ist es. Das ist Hugo Boss. Yeah. Ja. Hugo Boss? Nein, Boss. Boss, Boss. Nee, nicht Boss, Boss. Boss, Boss ist hier. Das ist Boss. Boss. Boss, Boss, Boss. Boss. Yeah. Ja. Nehm ich. How much, Boss? Euro? Euro, ja. 12.
12? Yes. And Boss? 10. Boss 10, Boss 12. 10, 12. Und du gibst mir ein falsches Portemonnaie und ich gebe dir falsches Geld, ne? Okay. Ja, danke. Gerade Frauen kennen das Problem, was ziehe ich heute Abend an? Welches Kleid, welche Gürtelschnalle, von welchem Designer? Dieser junge Mann hier hat eine geniale Erfindung gemacht. Und zwar eine Gürtelschnalle, entweder von Calvin Klein oder Armani oder Gucci oder Versace. Wenn man Hunger hat, findet man hier die exotischsten Speisen, wie zum Beispiel hier Fleisch an einem drehbaren Spieß. Total verrückt. Ist das deine Erfindung? Kebab. Ja, von Kebab, dir? Türkisch Kebab. Türkisch Kebab. Türkisch Kebab. Total bekloppt. Ach, guck mal hier, auf diesem Basar kann man wirklich alles kaufen. Man muss auf diesem Basar aber auch ein bisschen aufpassen, denn nicht alles ist hier wirklich echt oder auf legale Weise beschafft worden. Bedenken hätte ich zum Beispiel bei dieser Kollektion hier. Was ist das? Das ist Socken. Socken? Socken, ja. Müssen wir handeln oder mache ich ein Gegenangebot? Pass auf. Zwei Euro. Ja. Ja? Nein, no, 2 Euro. Ja, schade. Ich dachte, ich kann handeln. Ja, Elfen auf dem Basar. So. Erfurt steigt übrigens auf, hoffentlich. Wer steigt auf? Erfurt? Erfurt in die zweite Liga. In die zweite Liga steigen die auf? Die müssen noch, glaube ich, 3 Spiele gewinnen. Und dann das ist dein Heimatverein, Erfurt? Ja, Rot-Weiß Erfurt. Ja. Weil ich komme ja aus Erfurt. Also das weiß ich doch. Ja, vielleicht bekommt ihr die Olympischen Spiele 2012. Ja, ja, Rot-Weiß Essen, die aufsteigen. Bitte? War das nicht Rot-Weiß Essen, die aufsteigen? Nein, Erfurt. Aber egal. Ja. Rot-Weiß-Essen-Fans, meine Damen und Herren, hier zahlreich erschienen. So, jetzt ein kleiner Hinweis für Sie. Nach TV Total kommt BIS mit meinem Kollegen Stefan Gödde. Und morgen bei uns zu Gast Minkai Fanti, die amerikanische Sängerin Katie Melua und Gülcan ist bei uns zu Gast. Morgen TV Total, aber erst um 23 Uhr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis morgen. Adios.